Wir haben uns heute mal wieder einen Plätzchenteig geschnappt, den schön gleichmäßig ausgerollt und dann Motive ausgestochen. Und damit noch nicht genug, wir haben immer auch noch ein weiteres Motiv aus dem Keks ausgestochen. Da rein kam dann etwas Zucker und unsere Zuckerschrift in den verschiedenen Farben, ganz nach Belieben, so wie du es am liebsten magst. Und nach dem Backen hast du dann kleine Kekse mit Fenster. Eine super Idee, oder? Okay.